DITIB, die Turngemeinde in Berlin, veranstaltete am vergangenen Sonntag, am 16. Juni, die zweite Auflage ihrer Tippspiele. Nach dem großen Erfolg der Veranstaltung im vergangenen Jahr 2018, welche anlässlich der Stadioneinweihung gefeiert wurde, sind die Spiele nun zu einem alljährlichen Event geworden. Bereits im letzten Jahr haben wir anlässlich der Stadioneinweihung die ersten Spiele ausgetragen, einen bunten Querschnitt durch das Breitensportprogramm der Turngemeinde in Berlin. Die zahlreichen Abteilungen der TIP haben auch dieses Jahr wieder verschiedene Wettkampfstationen mit Bezug zu den jeweiligen Sportarten angeboten. So konnten die antretenden Teams sich im Bogenschießen, Hockey, Judo, Ultimate Frisbee, Leichtathletik und vielen anderen Sportarten messen. Die Teams selbst bestanden aus je 4 Sportlern einer Abteilung und waren in 4 Altersklassen unterteilt. Pro Station gab es maximal 12 Punkte zu erreichen, welche am Ende addiert wurden, um die Sieger zu ermitteln. Ja, also wir sind Team Leichtathletik Youngsters 1 aus der Altersklasse 2. Und wir haben uns heute hier wirklich fantastisch geschlagen. Die einzige Sportart, wo wir wirklich vor Probleme gestellt wurden, war Bogenschießen da hinten. Die Leichtathletik Youngstars waren aber nicht die einzige Gruppe, die sich beim Bogenschießen etwas schwer tat. Auch das Ultimate Frisbee Team 1 ließ am Bogenschießstand einige Punkte liegen. Unser Team hat am besten bei den Kategorien Rudern und Tennis abgeschnitten. Am schlechtesten waren wir beim Bogenschießen. Da haben wir nicht so gut abgeschnitten, leider. Doch es stand noch weit mehr als nur der Wettkampf auf dem Plan. Den ganzen Tag über gab es verschiedene Bühnenprogramme von Tanz- und Akrobatikgruppen der Turngemeinde in Berlin. Wir haben ein schönes Programm uns ausgedacht und kombinieren Sport mit Spaß in bunter Reihenfolge und einem attraktiven Bühnenprogramm. Vor der Siegerehrung der Tippspiele wurden dann noch die zahlreichen Titelgewinner des vergangenen Jahres im Verein geehrt. Obwohl die Turngemeinde in Berlin den Fokus auf den Breitensport legt, hat sie trotzdem viele erfolgreiche Sportler in ihren Abteilungen vorzuweisen. Ja, die Turngemeinde ehrt immer während der Tippspiele unsere Meister. In diesem Jahr konnten wir Europa-, Weltmeister-, Deutscher Meister der einzelnen 30 Abteilungen ehren. So auch das Ultimate Frisbee Team Disc Kick. Sie konnten im vergangenen Jahr den deutschen Meistertitel im Beach Ultimate in die Hauptstadt holen. Zum Abschluss gab es dann die Siegerehrung der Tippspiele. Als kleine Belohnung für den Einsatz konnten die Gewinnerteams auch etwas Geld für die Abteilungskasse gewinnen, um so die ein oder andere Neuanschaffung zu tätigen. Übrigens, wer im nächsten Jahr Lust hat, an den dritten Tippspielen teilzunehmen, ist herzlich eingeladen. Die Turngemeinde in Berlin freut sich auch über andere Vereine und Gruppen, die bei den alljährlichen Tippspielen mitmachen wollen.